Willkommen zurück zu Ripened Tingles Balloon Trip of Love. Wir haben gerade einen Dungeon durchquert und die Gasapfelsaat erhalten. Danach ist es bereits Nacht geworden und Lavia sagte uns, dass Iona uns auch bereits gesucht hat. Die muss schon eine ganze Weile jetzt rumstehen, also schauen wir mal, was sie eigentlich wollte. Außerdem können wir mal gucken, was sich in der Stadt alles verändert hat, jetzt wo Nacht geworden ist. Hier vorne sind zum Beispiel die Fensterläden jetzt zu. Er scheint bereits geschlossen zu sein. Das macht Sinn. Ist ja auch tiefste Nacht. Aber der Junge ist immer noch da und da vorne leuchtet der Busch. Okay? Das ist ein überhaupt nicht auffällig aussehendes Objekt, was wir da rausziehen. Got new item. Tingle hat eine Nachtkappe erhalten. Ein Pilz. Okay, sind wahrscheinlich wieder für irgendeinen Sidequest gedacht, die Dinger, so wie beim letzten Mal, als wir im Wald waren. Dann request mal Buriki, denn da oben ist wieder eine rote Frucht im Baum, die uns bestimmt 150 na, oder 115 Rubine geben kann. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal, was hat der Junge denn Neues zu sagen, jetzt wo Nacht ist? Er ist hier, selbst in der kalten Nacht. Der Wenigstens ist ihm jetzt nicht mehr heiß. Ich jage Käfer, die nur nachts rauskommen. Trotzdem stehst du hier in der Nacht im Schatten dieses Baumes. Was ich beeindruckend finde, dass der Baum immer noch den Schatten an dieselbe Stelle wirft. Jetzt, wo die Sonne nicht mehr da oben steht, sondern ein gewisser Mond wahrscheinlich gerade scheint. Naja, okay. Eine weitere Nachtkappe. Got new item. So wirklich neu war es jetzt nicht mehr. Okay, bei Iona zu Hause ist keiner mehr. Iona ist nicht da. Sie hat gesagt, sie wartet. Ja, stimmt. Bei dem Eingang zu den Feldern des Verleihorts. Du solltest zu dem Feldverleihort gehen. Im Dorfzentrum. Das macht Sinn. Ja, wären wir jetzt sowieso gegangen. Da vorne sind wieder 4 Früchte, aber die lassen wir jetzt mal. Wir haben über 2000 Rubine gesammelt, nachdem wir so viel geangelt haben und mit Edelweiß Gassi gegangen sind. Tingle hat eine weitere Nachtkappe erhalten und im Dungeon zusätzliche Münzen gesammelt haben. Unglaublich viel extra Kram, was wir so an Rubinen gekriegt haben. Die Läden scheinen für heute bereits geschlossen zu haben. Ja, aber bevor wir jetzt wirklich zu der Feldverleihe gehen, würde ich sagen, gucken wir uns mal eben hier vorne um. Vielleicht ist hier noch irgendwas Interessantes Neues, weil jetzt ist ja Nacht. Sieht aber spontan nicht so aus. Ich meine, ist ein cooles Bild hier, muss man sagen. Mit den Lichtern, die jetzt überall scheinen. Naja, was ist überall? Die paar kleinen hellen Lichter in der Stadt, die noch scheinen. Ja, doch, nette Atmosphäre. Kann man sich nicht drüber beschweren. Okay, dann gehen wir mal Richtung Feldverleihe hoch. Außerdem ist da vorne noch eine weitere Nachtkappe, die wir unterwegs mal eben einstecken können. Wer weiß, wofür sie gut ist. Got new item! Tingle hat eine Nachtkappe erhalten. So, immer her damit. Vielleicht müssen wir wieder irgendwie eine Statue füttern oder so. Ah ja, da ist er ja. Und klopft sich mit der Feldverleihtante. Warte mal eine Minute. Das ist versprochen. Wieso können wir das Feld denn nicht mehr benutzen? Ja, na herrlich. Mich interessiert nicht, was du sagst. Du stehst hier den ganzen Tag, mit nichts einzupflanzen. Oh, wir haben heute das Land gekauft und haben heute noch nicht gepflanzt, Mensch. Es ist deine Schuld, wirklich? Hey, Tingle. Ich mag nicht, wo das hier hinführt. Es führt offensichtlich dazu, dass wir nicht mehr pflanzen dürfen. Ach, Tingle. Du bist spät. Hast du die Gasapfelsaat gefunden? Ja? Braucht immer so seine Zeit? Zeig sie ihr, jetzt! Ich glaube, Iona ist leicht geladen. Abgesehen davon, dass die beiden sich da vorne kloppen, gibt es hier unten noch schnell eine weitere Nachtkappe, die wir uns mal eben einsammeln, für den Fall, dass wir sie für irgendwas brauchen. Pah! Got a new item. Da vorne ist immer noch der fette Marienkäfer, der da sitzt und Blumen verkauft. Also zeigen wir mal die Gasapfelsaat, schätze ich. Erstmal analysieren wir sie jetzt mit Buriki wie üblich als allererstes. Ältere Person mit Pflanze auf ihrem Kopf. Sie scheint aus irgendeinem Grund angegriffen zu sein. Okay. Dann zeigen wir die Gasapfelsaat, wie Iona das gefordert hat. Benutze die Gasapfelsaat. Was ist das, Darling? Sind das die ist das die Saat? Aber es tut mir leid. Du bist zu spät. Siehst du? Ich habe den Boden bereits an eine andere Person vermietet. Ich glaube, ihr redet über mich. Wer hätte sonst sein sollen?
Natürlich, Baron Minimi. Komm nicht durch. Wenn ich ein bisschen Platz haben könnte, bitte? Du brauchst überhaupt keinen Platz. Miss Iona, werdet ihr diese akzeptieren? Diese sind der Beweis meiner Liebe für euch. Er hat die Blumen gepflanzt, von denen er gesprochen hat, natürlich. Und die sind innerhalb von einem Abend gewachsen? Ich gebe euch diese besonderen Spiralblumen. Sie sind besonders selten, nebenbei bemerkt. Wisst ihr niemals an einem Ort wie bei dieser Floristin hier sehen? Nun, komm mit mir zur Tanzparty. Bestimmt, Minimi, das läuft gut. Hey, was machst du? Ist das, warum du das hier getan hast? Boom! Mit der extra großen Hand. Wie kannst du es wagen? Miss! Boah, saubere Arbeit, Baron. Du! Jetzt verstehe ich, wie das hier läuft. Ha. Ach, nun, ich verstehe. Sie hat sich zu sehr geschämt vor all diesen Leuten. Das wird's gewesen sein, Baron. Ich wünschte, die hätte unser Feld nicht vermietet. Ich habe der Versuchung eingegeben. Aber jetzt sehe ich, dass meine... Aber jetzt scheint es, dass meine Felder doch nicht genommen sind. Vergib mir, Darling. Geschäft ist Geschäft. Ja, ich bin verguckt, jetzt wieder dauersauer. Mister! Ich mache mir Sorgen um Iona. Okay, also können wir nicht zu den Feldern hoch, solange wir nicht nach Iona geguckt haben, schätze ich. Dann rennen wir halt erstmal Iona hinterher und gucken, wo die sich hin verzogen hat. Ich schätze einmal nach Hause oder auch nicht. Da ist er. Hallo. Ja. Analysiere sie nochmal, Buriki, bevor Dinge was Falsches sagt. Verhalten zeigt Entmutigung. Ja, das gut. Macht Sinn. Hallo. Wir können einfach als nächste pflanzen. Wenn der Typ jetzt nicht weiter pflanzen möchte, dann buddeln wir die Blumen aus und pflanzen unsere eigene Saat. Es tut mir leid, Dinge. Du bist durch all diese Mühe gegangen, um die Saat zu bekommen. Und dann ganz plötzlich taucht dieser Mann auf. Und blendet die Verleihdame mit all seinen Reichtümern. Wer weiß, wie viel der überhaupt bezahlt hat für das Land. Vielleicht war der mit 100 Rubinen zufrieden. Ach, das ist nichts, worüber ich mir Gedanken machen sollte. Es ist nicht so wichtig. Ich muss so doof aussehen. Aber ich... Dieses Dorf... Wenn nur Tante Floristin hier wäre. Tante Floristin würde wissen, was wir tun müssen. Okay. Ich denke, das war ein unauffälliger Hinweis dafür, dass wir Tante Floristin aufsuchen sollen. Das war so nett von dir. Dankeschön. Aber jetzt gerade kann ich nicht. Tut mir leid. Okay. Ein Love-Push funktioniert leider nicht. Ich dachte, mit einem Liebesschub kriegen wir sie vielleicht wieder auf die Beine. Aber dann würde ich sagen, reden wir mal mit Mr. Marienmaster drüben, der wahrscheinlich wissen wird, wo die Floristin ist. Vielleicht auch nicht. Außerdem ist Baron Minimi weg. Ja, dann reden wir mal mit ihm. Hallo. Diese Blumen, könnte es sein? Was die Floristin sucht. Tante sucht nach spiralförmigen Blumen. Ach, so ein Zufall. Die Blumen dieses Mannes... die Blumen, die dieser Mann Iona gegeben hat, sahen merkwürdig aus. Mach ich da einen Fehler? Was meinst du? Wahrscheinlich nicht. Der Marienkäfer zappelt herum. Okay, vielleicht müssen wir eben erstmal welche von den Blumen besorgen. Wahrscheinlich wachsen sie jetzt hier oben auf dem Feld, in der Tat. Mal gucken, ob wir sie einfach so kriegen. Warum Minimi steht hier rum? Guten Tag, mein Herr. Naja, Herr, weiß ich nicht. Wir analysieren den Zwerg mal wieder.
Irregularität der Gesichtstemperatur gemessen. Linke Seite viel heißer als rechte Seite. Ja, der hat da so einen komischen roten Fleck, wo der nur herkommt. Ich habe sie für sie wachsen lassen. Was soll ich tun mit all diesen Blumen? Ach, gib mir sie einfach. Wir hätten da jemanden, der die scheinbar haben möchte und sucht. Dann, gucken wir es erstmal an. Blumen mit Spiralmuster wachsen hier überall. Okay, also sind nicht spiralförmig, sie haben nur ein Spiralmuster. Ja, damit. Nicht so schnell. Du kannst doch nicht einfach meine Spiralblumen pflücken. Doch, kann ich. Wir sind zu viert. Du bist allein. Du bist ein Mini-Baron. Tante? Ah, jetzt verstehe ich. Vielleicht habe ich zu früh gesprochen. Du bewunderst ältere Frauen. In diesem Fall, nimm eine. Nur... tauch nicht wieder in mein Territorium ein. Ja, doch. Wir haben ein neues Item. Tingle hat die Spiralkräuter erhalten. Was? Kräuter? Eben waren es noch Blumen. Ist eine Fehlübersetzung? Egal, wir haben jetzt Spiralkräuter statt Spiralblumen. Whatever. Hier, Spiralkraut. Einmal auswählen bitte. Viel Spaß damit, Mr. Marienkäfer. Benutzt das Spiralkraut. Hä? Ist das in deiner Hand? Oh, das ist wirklich spiralförmig. Aber da ist nur ein Spiralmuster drauf, habe ich gerade eben gelesen. Es sind die Blumen, die Tante sucht. Kein Zweifel. Okay. Ich sag's der Tante sofort. Lass mich raten, du hast ein Telefon da rumliegen. Hallo, Tante, ich bin's. Ich weiß nicht wie, aber... die Spiralblume, sie wurde gefunden. Jetzt ist wieder eine Blume. Ein komischer alter Mann hat sie. Ja. Okay, verstanden. Wir sehen uns später. Kasching. Tante sagt, sie ist auf ihrem Weg zurück. Warte einfach ein wenig. Okay, wie lange kann es schon dauern, ne? Juhu! Danke fürs Warten! So lange kann es dauern, wie es aussieht. Ja, die kommt mir ja gar nicht bekannt vor. Ja gut, heißen halt beide Tante, ne? Wenn es nicht dieselbe Person ist. Meine Güte, meine Güte! Warum schauen die mich dann alle so an? Außerdem hat sie noch einen Marienkäfer mitgebracht. Mit Tehepiro-Emoticon im Gesicht. Oh, Junge, du siehst genauso aus wie meine Tante. Schön, euch alle zu treffen. Was ist das? Wir reden jetzt erstmal mit dem neuen Marienkäfer, der dazu gekommen ist. Analysier das mal. Ist die Zunge da kleben geblieben, oder was? Neue Spezies von geschäftshaltendem Insekt. Er hat eine einzigartige orangene Farbe. Okay. Ein Marienkäfer. Er sieht sehr hungrig aus. Okay. Ich bin aus einem dunklen Wald gekommen, weil ich was für die Tante erledigt habe. Aber es hat mir echt Angst gemacht und ich konnte nicht reingehen. Das hat ja dann offensichtlich gut funktioniert. Möchtest du vielleicht ein paar Pilze essen? Wir hätten da ein paar gepflückt für dich. Benutzt die Nachtkappe. Nope, kein Pilzwasser, wie es aussieht. Ich wüsste nicht, dass wir sonst was zu futtern dabei haben, also reden wir erstmal mit der Tante. Du musst ein Tingle sein. Hast du ein Geschenk für mich? Nein. Ich bin so glücklich. Was hast du denn für mich? Ach Gott, wir tragen die jetzt erstmal ein. Tante Floristin, eine merkwürdige Dame, die in einem Ballon angekommen ist. Sie scheint dir irgendwie bekannt zu sein. Ist das nicht eigentlich Tingles Sache, in Ballons angeflogen zu kommen? Ist das hier nicht Balloon Trip of Love? Bis jetzt hatten wir immer noch keinen Ballon auf dem Rücken oder sowas. Ja, aber hier, wir haben dieses lustige Spiralkraut, das zwischendurch auch mal eine Spiralblume ist. Oh, ein Kraut! Aber hast du nicht gesagt, du hättest auch Geschenke erstmal für mich? Wirklich, wir müssen sie erst mit einem Liebesschub davon überzeugen, dass sie unser Geschenk annimmt, was das Kraut bzw. die Blume ist, die sie Ewigkeiten schon haben möchte. Große Dame, Alter, unklar. Buriki weiß, was sie sagen muss. Vermutlich jetzt die Besitzerin des Blumenladens.
Wie viele Jahre ist es her, frage ich mich, seit ich ein Geschenk von einem Mann erhalten habe. Hier, Geschenke. Die mag doch bestimmt die pretty Sachen, oder nicht? Wir haben immer noch 7 von diesen bekloppten Schokokatzen dabei. Wie wär's, wenn wir da erstmal eine Schokokatze in den Rachen stopfen und dann gucken wir mal, wie glücklich die mit einer wunderschönen Essens-Schokokatze ist. Okay, sehr glücklich scheinbar. Meine Güte. Ein perfekt liebliches Geschenk. Ich bin so glücklich. Das. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. 4 Rubine reicht, um ihre Liebe zu erkaufen. Das ist doch schön. Das ist vor allen Dingen sehr simpel. Du bist sehr lieb. Selbst zu einer älteren Lady wie mich. Meine Schwester hat mir so viel erzählt. Ah, das stimmt. Du hast das Spiralkraut gefunden. Lieber Tingel, darf ich bitte das Kraut haben? Ja, deswegen stehen wir hier die ganze Zeit. Ach Gott, jetzt muss ich ja das echt noch in den Rachen schieben. Ist unglaublich. Man muss den Leuten Geschenke geben, damit man ihnen Geschenke geben darf. Das ist das typische Tingle-Prinzip. Nur jetzt mit Geschenken statt mit Rubinen. Naja, okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter mit der Floristin reden. See ya!